Willkommen zurück bei Pokémon Gold, die Nuzlocke. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Es war, ich bin der Geist, der stets verneint. Also Geist, der stets verneint, nicht der, der stets verneint. Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Und besser wär's, dass nichts entstünde, so ist denn alles, das ihr Sünde, Zerstörung kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element. Ich war doch gar nicht mal so falsch. Gut, jetzt gehen wir aber hier gerade mal durch und holen den Intendanten hier raus. Aus dem Radioturm. So, du da, Kumpel. Du hast vor, den Intendanten zu retten? Dies wird nicht möglich sein, da ich dich besiege. Als ob du das schaffst. Red Bull ist wieder auf dem Damm. Jetzt geht hier alles gut, aber ich kämpfe ja eh erstmal mit Schlumpf. Der mit seinem Abra. Ich glaube, es konnte nur Pfund. Also, das ist ein leichter Kampf. Könnte ich so mit Wickel besiegen. Hypnose zeigt keine Wirkung. Ist sie. Achso, ja, Kratzer konnte es, genau. Weißt du was, bevor wir jetzt überhaupt nicht treffen. Wickel. Dann machen wir zumindest bis. Ja, wir machen gar nicht mal so schlecht Schaden. Und flüchten kann es jetzt auch nicht mehr. Und es kann uns nicht mal angreifen. Das ist so leicht. Als ob man einem Kind den Lutscher stiehlt. So, dann nochmal den. Die Egelsamen drauf. Obwohl man da mit dem Kind auch Abstand nehmen sollte, weil in manchen Regionen, gerade so in den nicht ganz so schönen, da kann es schon mal sein, dass ein Kind gleich die Waffe zieht. Ich mache natürlich nur Spaß. Und keine Wirkung und Kratzer und doof und stirbst du vielleicht mal, Abra? Kadabra, Simsala, Bim. Die Mega-Entwicklung sollte nicht Mega Simsala heißen, sondern Bim. Ja, kann ich eigentlich nochmal Wickel einsetzen? Da ging daneben, sag mal, Schlumpf, was ist mit dir los? Weil die Wickel ist, glaube ich, ein bisschen stärker als die, also das normale Wickel, was hier so dauerhaft Schaden macht. So, und dann sollte das Abra nämlich jetzt erledigt sein. Ja, Egelsamen werden es umlegen. Erfahrung sollte es eigentlich nicht so viel geben, aber fast Level 33. Und was hast du sonst noch für uns? Noch ein Porygon. Och, das ist ja niedlich. Komm, bring her. So, das, du gibst wenigstens ein bisschen mehr Erfahrung. Aber Hypnose, irgendwie ist unser Pokémon gerade. Oh Gott, Finte. Das ist gefährlich und nicht Attacke. Aber es steht wieder eins immer noch. Komm, Hypnose. Sag mal, ich glaube nicht, dass das viel Unlicht ist. Ich glaube einfach bloß, Schlumpf ist zu doof zum Hypnotisieren. Warum? Was ist mit dir los, Schlumpf? Ja, geht doch. Schlaf, Porygon. Es wird auch gleich vorbei sein. Traumfresser. Ups, ich habe jetzt aus Versehen beschleunigt, aber es hat trotzdem gut getroffen. Und Porygon schläft tief und fest gut. Damit sollte es eigentlich erledigt sein. Und wir Level 33. Na, Schlumpf, du bist ein klasse Pokémon. Ich bin so froh, dass wir dich damals geangelt haben. So, Porygon ist besiegt und wir kriegen Erfahrung und Level 33. So, Rocker Jonathan, setz Dratini ein. Dratini, ich weiß noch, Blättersturm funktioniert sehr gut dagegen. Aber ansonsten habe ich leider nicht mehr im Kopf, was er für einen Typ hatte. Aber ich denke mal, wollen die schon wieder, sag mal. Krieg hier echt die Krätze. Wenn hier nämlich die Bauarbeiten wieder anfangen, dann glaube ich persönlich zum Vermieter. Und beschwere mich wegen der Mietminderung. Ich möchte einen haben. Nicht nur, damit ich am Monatsende noch mehr Geld für Games habe, nein. Nein, unglaublich. Unglaublich. Hat ihr eine Quietschstimme? Exzellent. Mit dem Radioturm können wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen. Nee, könnt ihr nicht, weil. Hallo, ich bin immer noch da. Und ich verprügel euch. Yo, Menki. Yo, Menki. Menki gegen Schlumpf. Menki schläft. Tja, Menki. Es tut mir leid, aber ich kann dich hier leider nicht passieren lassen. Yo, show no pass. Thumbnail von meinem ersten Pokémon. Ne? Ihr erinnert euch. Mein erstes Pokémon. Das war auch schön. Also von meinem. Von der Pokémon Blau Nuzlocke das Thumbnail. Wer meinen Jahresrückblick 2014 gesehen hat, da kam es ja auch nochmal vor. Das war ein schönes Bild. Finde ich. Ich fand's richtig cool.
Er hat es gesagt, bevor es cool war. Läuterfeuer, das ist gefährlich. Weil Feuerattacke gegen Eis-Pokémon, ich weiß nicht, ob das so gut geht. Nee. Oh, doch. Wir sind stabil. Gut, dann wickeln wir es gerade mal ein, dann ist erledigt. Weiß zwar nicht, Schlumpf umarmt das wahrscheinlich so ganz fest. Will einfach nur knuddeln und drückt dabei so fest. So, damit hätten wir es. Jongleur Jo besiegt und ich habe Hunger. Ich habe schon wieder Hunger. Ich habe nämlich eben nur eine Kleinigkeit gegessen. Jetzt müsste ich mal langsam richtig was essen. Jeder große Plan hat einen Haken. Tja. Intendant, kommen Sie. Schnell. Du bist gekommen, um mich zu retten? Ist das, was du erwartet hast? Falsch. Ich bin ein Betrüger. Ich gebe vor, der Echte zu sein, um unsere Übernahme vorzubereiten. Möchtest du wissen, wo wir den echten Intendanten versteckt haben? Ich werde es dir verraten, wenn du mich besiegst. Ja, dann komm her. Ich prügel dich zusammen, Rocker Noel. Mit deinem Muschas. Ein größerer, der falsche Intendant hier. Der Kern allen Übels. Versteckt sich hinter seinem Muschas mit Panzerschutz. Er wird aber keine Chance gegen uns haben. Denn wir sind viel zu stark. Wir sind wirklich viel zu stark. Wir sind viel, viel stärker als alle anderen. Und wir können ihn mit Traumfresser einfach auslutschen. Die Muschel. Weil Panzerschutz erhöht nur die Verteidigung, nicht die Spezialverteidigung. Aber es hält. Böses Muschas, du sollst sterben. Ja, schlaf tief und fest. Ich kann es, glaube ich, mit Wickel erledigen. Bevor ich jetzt hier nochmal eine AP von Traumfresser verschwende. Okay, kann ich doch nicht. Muschas schläft weiterhin tief und fest. Naja, gut. Jetzt wird es wahrscheinlich sogar von Wickel erledigt, aber ich werde trotzdem nochmal Egelsamen drauf werfen. Warum nicht? Wenn man es kann, ne? Warum sollte man es nicht tun? Und erstaunlich, dass das Vieh wirklich Panzerschutz einsetzt. Kann es ja auch wirklich. Ja, der Randomizer trifft. Da ist man viel erstaunter, wenn so ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die es wirklich beherrscht. So, was ist sonst noch anzubieten? Noel, ein Nidoran männlich. Ja, jetzt packt es hier. Der hat nicht so die starken Pokémon, habe ich das Gefühl. So, gleich wieder Hypnose, die nicht trifft. Und die Barriere. Oh Gott. Greift mich hier. Ja, Verteidigung. Verteidigung ist. Der ist sehr auf Verteidigung getrimmt, habe ich das Gefühl. Aber kann er nichts ausrichten. Zu seinem Pech. Also, dass sie dem falschen Intendanten hier so schwache Pokémon mitgeben und dann laufen da irgendwo Rocketrüppel mit Zapdos rum. Das ist schon irgendwie ein großer Unterschied. Ja, Traum gefressen. Weg mit dem Vieh. So, was ist sonst noch? Tauros. Tauros war ein Gestein-Stahl-Pokémon und hat einen sehr hohen Verteidigungswert, aber der Spezialverteidigungswert ist nicht so hoch. Stein auf Eis ist, glaube ich, sogar sehr effektiv, aber es ist nicht so stark. Ja? Och komm, jetzt hier, mach mal hinne. Hypnotisieren. Und nicht ganz Darkzeit. Geh doch. Wir müssen uns hier wieder voll aufladen. Nur noch 8 AP. Na, hoffentlich schaffen wir das noch. Na, natürlich schaffen wir es. Traumfresser. Und dann ist das Vieh ausgelutscht. Ja, wahrscheinlich überlebt sogar noch. Oh Gott. Nicht sehr effektiv. Stimmt. Psycho-Attacke ist ja. Ist ja ein Stahl-Pokémon, ne? Kann man die überhaupt mit Egelsamen treffen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, kann man. Wahrscheinlich daran, dass es zum Teil noch Gestein ist. Oder weil es halt einfach geht, weil es Pokémon ist. Ja, Tauros. Sieht schlecht für dich aus. Wir haben schon wieder volle HP. Und du pennst hier einfach. Achso, ja. Jetzt kommt erst der Traumfresser. Das waren noch die Egelsamen. Das sind alles nicht sehr effektiv. Dann versuche ich es mal lieber mit Wickel. Ja, schlaf ruhig weiter. Ist okay so. Hi Silverstripe. Schön, dass du online gekommen bist, während ich aufnehme. Nein, kann der ja nichts für. Wickel ging daneben. Was soll das? Ja, ich habe befürchtet, dass es jetzt langsam aufwacht. Und es kann schon den Eisenschweif. Oh Gott. Ist auch gefährlich. Alles sehr effektiv. Aber zum Glück sind wir hier das Heiler-Pokémon schlechthin. Also alles hält sich im Rahmen. Jetzt umarmen wir es noch ganz feste und dann sieht man
die Wickel nicht mal irgendwie auf der Lebensleiste irgendwas anrichten. So hoch ist die Verteidigung von dem Vieh. Aber jetzt soll es eigentlich erledigt sein. Ich kann auch mal versuchen zu hypnotisieren, damit es nicht allzu brutal hier gegen uns vorgeht, auch wenn es den nächsten Angriff gar nicht überlebt. Ja, nicht sehr effektiv. Überlebst du eh nicht. Obwohl, doch, ich weiß nicht, wie viel Wickel abzieht. Ja, Hypnose trifft eh nicht. Ist egal. Dann hoffen wir, dass Wickel es einfach umbringt. Nee, tut's nicht. Natürlich nicht. Könnte ich mal wegfliegen, wenn wir wollten. Um uns hier vor seinem Angriff zu schützen. Oder eingraben oder so. Aber wir haben Tauros besiegt. Was lange währt, wird endlich gut. Und Level up. Oh, das ist schön. 34 schon. So, was hast du denn sonst noch anzubieten? Corazon. Dann... Ja, das sieht irgendwie wie so ein Smiley, wie ein mutierter Smiley aus, finde ich. Oder seht ihr das da irgendwie anders? Kommt, Leute. Guckt dem Vieh einfach mal ins Gesicht. Das sieht aus wie, als wäre einem beim Smiley mal die Tinte verlaufen. Säurepanzer. Verteidigung steigt stark. Gefährlich. Ich könnte es mit dem Hornbohrer angreifen, aber das will ich nicht. Ich trete lieber weiterhin auf die Koralle. Das sollte man eigentlich nicht tun, weil das tut kacke weh. Meine Tierkraft ist gefährlich. Kommt mir hier mit den gefährlichen Attacken. Ich könnte hier mal aufschlitzen. Zack. Oh, ein Volltreffer. Das hat gereicht. Sehr gut gemacht. Seriously. Na? Was hast du so? So ein Turtok. Okay, Turtok ist stark. Aber gibt auch viel Erfahrung. So. Einfach mal drauftreten auf die Schildkröte. Mitten ins Gesicht. Einfach umgetreten. So geht's natürlich auch. Na, war das jetzt alles, was du hattest? Noch Suicune. Ja. Passt. Läuft. Das ist wahrscheinlich das Pokémon jetzt, was hier ihn als Intendanten beschützen soll. Deswegen hat er sonst nur so Schwache gekriegt. Weil er hier das Suicune hat, das wir zwar mit einem Schlag fast umtreten, aber es kann zurücktreten. Trifft bloß nicht. Also eine Schlange zu treten ist auch wesentlich schwerer als so einen Hund zu treten. Nicht, dass ich Hunde trete, das wollte ich nur mal gesagt haben, ich trete keine Hunde. Hunde sind lieb. Rocker Noel wurde besiegt. Okay, ich sage dir, wo er ist. Wir haben den echten Intendanten in das Untergrundlagerhaus verschleppt. Es ist am Ende des Untergrunds. Ich bezweifle aber, dass du so weit kommst. Bolzerheld, Kelleröffner. Wollte ich den Kelleröffner in Basis-Item-Tasche. Das ist doch schön. Ja, der blockiert jetzt den Weg, dass ich da nicht hinkomme. Ist okay. Gut, dann auf in den Keller. Da können wir jetzt hinlatschen. Ja, der arme Intendant. Jetzt werde ich ja auch noch gefälscht. Dann gehe ich aber gerade nochmal im Pokémon Center vorbei. Müssen uns hier eh bald heilen, ne? Bald Part beenden. Da komm, ich fahr Fahrrad. Ist gesund. Na, komm. Da. Zack, zack. Soll ich nur in den Markt gehen? Hyperbälle kaufen könnte ich mal. Auf welchem Stockwerk gibt es hier Hyperbälle? Bestimmt auf dem ersten. Die sind ja... Muss man ja relativ schnell kaufen und... Nee, hier gibt es keine Hyperbälle. Nee, kannst du nicht. Hast du noch irgendwas Tolles? Superball, du hast keine Hyperbälle für mich. Oh. Doof. Ja, hier in der Edition werden, glaube ich, noch berechnet dadurch durch Städte. Nicht durch Städte, durch Orden. Also, wenn ihr den so und so vierten Orden habt, dann kriegt ihr Hyperbälle. Ja, ist wirklich so. So, Untergrund ist wo? Ist hier, glaube ich. Nee. Wer bist du denn? Ach, du bist der Namensbewerter. Nee, du sollst keinen Namen bewerten. So, hier ist der Untergrund. Knapp daneben. So, bisschen was hier haben wir ja schon gemacht. Willkommen. Ich leite den Pokémon-Salon. Ich bin der ältere und bessere der beiden Coiffeur-Brüder. Ich verleihe deinem Pokémon ein schönes Äußeres. Für nur 500 soll ich damit anfangen? Ja, komm, mach mal. Bei welchem Pokémon soll ich Hand anlegen? Oh, das wirst du wohl gern. Komm, Red Bull hat sich's verdient. Okay, sieh her, wie schön es wird. Hier, fertig. Red Bull sieht glücklich aus. Das ist doch schön. So, hab ich mit dir schon gekämpft? Deine Pokémon mögen dich mehr, wenn du sie zum Coiffeur bringst.
Ich glaube, dass ich lieber fair spielen sollte. Ja, solltest du. Aber Leute, der Part ist vorbei. Bevor wir uns jetzt hier mit Team Rocket anlegen, würde ich sagen, ihr lasst mir in den Kommentaren da einen Daumen nach oben. Tschüss und ich speichere. Bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder am Montag heißt, Pokémon Gold, die Nuzlocke. Bis dann, euer Bo